Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns an CD Tavan. Und zwar reiten wir dort zwei Prüfungen FM2. Das heisst zuerst ein GA043 und nachher ein GA045. Und ja, also ich hoffe einfach, dass wir gut durchkommen. Das Ziel wäre eigentlich im GA03 mindestens 58% und im GA05 mindestens 55%. Aber ja, wer das Video von Arbeit gesehen hat, oder sich jetzt noch schauen, ja, wenn er halt dann auch wieder etwas sieht, dann wird es so schwierig mit diesen Zielen. Aber ich habe mir die Ziele halt einfach gesetzt, wenn wirklich nichts passiert. Das heisst, wenn ich schön alles reiten kann, wenn ich es will und nichts außer ihn irgendwie stört, dann möchte ich halt das erreichen. Ja, wenn wieder irgendetwas ist, dann ja, ist es halt so. Die zwei Prüfungen heute sind auch die letzte Chance, sich für die Schweizer Meisterschaft von den Freebagern zu qualifizieren. Ich persönlich ja, glaube überhaupt nicht daran, halt, dass wir eine Chance haben, weil wir in beiden Prüfungen klassiert sein müssen. Und in DS zum Beispiel ist ja eigentlich nicht so eine schlechte Dressur gelaufen, aber wir waren gleich ziemlich weit daneben gewesen. Und ja, das Feld ist halt ziemlich eng und ja, man darf sich halt keine kleinen Fehler erlauben und auch wenn er halt nicht komplett entspannt ist, bekomme ich auch bei jedem roten Abzug. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, es wäre schön, wenn wir vielleicht eine Klassierung noch knapp so auf dem letzten klassierten Rang würde bekommen. Und wenn nicht, dann noch nicht, weil ich will die Dressur vor allem für mein CC-Resultat verbessern und nicht, weil ich weiss nicht, wie viele Dressurklassierungen ich im Jahr machen möchte. Und ja, wir hoffen jetzt auf das Beste. Bis jetzt sieht das Wetter nicht schlecht aus. Ich habe heute Morgen gezöpfelt, da wir erst etwa um 12 Uhr dran sind. Und gewaschen habe ich ihn gestern. Und ja, eben, wir sind etwa um 12 Uhr in der ersten Umgang dran und etwa um 3 Uhr 2. Das heisst, wir können zwischen umsatteln. Und es wird sicher weniger stressig als in Arberg. Vielleicht tut ihm das auch etwas besser, weil ich glaube, der Tier war schon etwas überfordert mit der Situation und auch zwei Vierecken nebeneinander. Wobei, heute wird es auch zwei Vierecken, aber ich weiß halt noch nicht genau, ob nebeneinander oder nicht. Und deswegen gehen wir so ein bisschen früher, dass wir noch schnell schauen können, wie ist es mit Vorvierung und so. Und ist es nebeneinander, ist es nicht nebeneinander. Und dann reiten die einfach. Und mit Woche leider auch kein Training gehabt, aber ich hatte das Programm ziemlich gut. Und das GA3 sowieso, das haben wir schon so oft geritten. Das GA5 reite ich heute das zweite Mal. Letztes Mal ist ja leider nicht so gut gekommen, weil wir dort Geschichte hat. Ich hoffe einfach, dass wir durch beide Programme gut durchkommen. Keine Programmfehler oder so haben und dass wir zeigen was wir im Training alles erlernt haben. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video.